Der gestiefelte Kater. Vor langer Zeit lebte in einem fernen Land ein armer Müller. Der hatte drei Söhne. Als der Müller spürte, dass seine Zeit gekommen war, übergab er seinen Söhnen alles, was er besaß. Und das war nicht viel. Der älteste Sohn bekam die Mühle. Dem mittleren gab er seinen Esel. Aber für den jüngsten blieb nur noch... Der Kater? Das ist alles? Tut mir leid, Sohn. Der jüngste Sohn fragte sich, wie er so sein Glück machen sollte, wenn er nichts weiter als einen Kater besaß. Vielleicht kann ich das Vieh wenigstens essen. Aber der Kater hatte andere Ideen. Lasst uns nicht überstürzen. Gebt mir nur eine Tasche und ein neues Paar Stiefel und dann passt auf, wozu ich fähig bin. Der junge Herr machte sich keine großen Hoffnungen. Trotzdem gab er dem Kater, was dieser verlangte. Mit einem schicken Paar Stiefel und einer Tasche, die er sich umhing, zog der Kater in die Welt hinaus. Als erstes kam er an ein Feld. Dort fing er ein schönes fettes Kaninchen und steckte es in seine Tasche. Als nächstes wanderte er zum Palast. Dort verlangte er, den König zu sprechen. Eigentlich empfing der König keine Kater, aber er war neugierig. Und er trägt wirklich Stiefel? Das muss ich sehen. Mit einer tiefen Verbeugung betrat der Kater den Thronsaal und überreichte dem König das Kaninchen. Ein Geschenk meines Erben! Der König fragte, wer denn wohl des Katers Herr sei, und der Kater antwortete, der Marquis von Caribou. Der Marquis von Caribou, ja, selbstverständlich, sagte der König, obwohl er keinen blassen Schimmer hatte, wer das sein sollte. Ein paar Tage später fing der Kater ein paar schöne Rebhühner. Und wieder verlangte er, den König zu sehen. Ein weiteres Präsent vom Marquis von Caribou, Eure Majestät. Oh, Rebhühner. Wie schön! Bestellt dem Marquis meinen herzlichsten Dank. Und so vergingen die Tage. Immer wieder ging der Kater zum Palast und übergab seine Geschenke. Und immer wieder wunderte sich der König, wer dieser großzügige Marquis wohl sein könnte. Eines Tages hörte der Kater, dass der König mit seiner Tochter, der Prinzessin, einen Ausflug zum Fluss unternahm. Sofort rannte er zu seinem Herrn. Zieht eure Sachen aus und springt in den Fluss, dann seid ihr ein gemachter Mann. Vertraut mir! Zu verwirrt, um zu widersprechen, tat der junge Mann, was man ihm sagte. Als sich die königliche Kutsche näherte, begann der Kater zu schreien. Hilfe! Hilfe! Zu Hilfe! Der Marquis von Caribou wurde überfallen! Der König hieß die Kutsche anhalten. Was hat das zu bedeuten, Kater? Mein König, während mein Herr ein Bad nahm, hat ein Dieb seine wunderschönen Gewänder gestohlen und ihm nichts gelassen, um seine Blöße zu bedecken. Die Prinzessin kicherte. Der König befahl seinem Diener, dem Marquis einen seiner besten Anzüge zu übergeben. Kaum war der junge Mann so königlich gekleidet, sah er stattlich und wohlhabend aus und von Kopf bis Fuß wie ein echter Marquis. Der König war beeindruckt und die Prinzessin war es noch viel mehr. Papa, bitte ihn uns zum Palast zu begleiten, bitte. Marquis, würdet ihr uns die Ehre erweisen, uns zum Palast zu begleiten? Mit Vergnügen, Eure Majestät. Der junge Mann stieg in die Kutsche des Königs und schon verliebten er und die Prinzessin sich unsterblich ineinander. Der Plan des Katers schien aufzugehen, aber noch war er nicht ganz vollbracht. Der Kater rannte der königlichen Kutsche vorweg und erreichte ein prächtiges Schloss, das einem magischen Ungeheuer gehörte. Der Kater huschte hinein und sagte, man sah, ihr könntet euch in jedes Tier verwandeln, das ihr wollt. Ich wette, das stimmt nicht. Das Ungeheuer brummte, doch, es stimmt. Sieh mal her. Und verwandelte sich in einen Löwen. Der Kater zitterte vor Angst. Aber ein so großer Bursche wie ihr kann sich unmöglich in etwas so Kleines wie eine Maus verwandeln. Das Ungeheuer verwandelte sich tatsächlich in eine Maus. Und der Kater schlang es mit einem Haps hinunter. Gerade als der Kater hinausrannte, erreichte die königliche Kutsche das Schloss. Willkommen im bescheidenen Palast meines Herrn, Eure Majestät. Der König sah sich voller Erstaunen um. Der Marquis war sogar noch erstaunter und die Prinzessin verliebte sich noch unsterblicher in ihren Auserwählten. An diesem Abend feierten sie ein rauschendes Fest. Der Kater sorgte dafür, dass sich das Glas des Königs niemals leerte und dieser am Ende sagte, ich glaube, ihr werdet einen wunderbaren Schwiegersohn abgeben, mein Junge. Am nächsten Tag heiratete der Marquis die Prinzessin und glücklich lebten sie in dem Schloss gemeinsam mit dem Kater, der in seinem ganzen Leben nie wieder eine Maus fangen musste.